Auntie Cleo's Diet Toothpaste. Okay, ich komme von hier zu was? Wo bin ich denn jetzt? Ach was, ich komme hier rein? Interessant. So. This is interesting. So, das klauen wir alles, weil hier ist eh keiner. Dann können wir es auch klauen. So. Da hinten kommen wir nicht hin. Sie hätten ja wenigstens mal ein paar NPCs dahinstellen können, damit es ein bisschen lebendig ausschaut. Und nicht so komplett tot. Aber gut. Was weiß ich schon. So, jetzt gehen wir erst mit anderen Typen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel hier drin hakelt, wenn ich hier drin bin. Aber ich kann mich auch täuschen. Wer bist du denn? Ulala. Die Brille ist cool. Gefällt mir von ihm. Laws. Can a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? Du bist ganz schön dreist für einen Kerl, der absolut nichts tut. What I am doing, ma'am, is enjoying the moment. It's so rare that I can seize one, apart from the jabbering masses of this wretched place. Okay. Deine Nachbarn vermissen deine Gesellschaft sicherlich ebenso wenig. Wovon sprichst du? This law's forgotten town. Cut off from the rest of the colony. Removed from any culture. I recall when Stellar Bay was a proper board-affiliated town with regular shipments of Auntie Cleo's best and all the cereals. Before Sanjar took over MSI and got us all booted. Das klingt nett. Du vermisst die guten alten Zeiten. Aber jetzt seid ihr den Vorstand los. Yes, free to wallow and squalor together. Free to squabble with the iconoclasts over a Raptodon-infested hellhole. Look, you're making me melancholy. Is there something you wanted? Nee, nicht wirklich. So. Ha, Nyoka. Schön. Mit dir sollte ich ursprünglich mal sprechen. Hat ja gut funktioniert. So, Charaktere. Nein, Tagebuch. Da will ich hier. Suche nach Hinweisen. Hendrik Streit. Wo ist er? Er muss hier irgendwo... Ach, der ist oben da wahrscheinlich. Hey, I saw that. What do you think you're doing? Just keep your fingers to your own self, okay? Mist. Wo kommt das denn her? Hä? Das habe ich gar nicht gesehen, das letzte Mal, als hier eine Leiche lag. Oh, zum Glück habe ich geladen. Ich hätte das komplett übersehen hier. Ich habe auch das hier übersehen. Oh. Interesting. Ich habe das komplett übersehen, dass hier eine Leiche liegt. Supply-Dienstleister. Okay. Krass, also man kann... Ich habe auch ihn übersehen. Velma's not so bad, long as you avoid her when she's stressed. Okay. Also gut, ich habe tatsächlich was übersehen hier. So, da steht er jetzt hier. So.
Okay, so. Mit ihm will ich nichts zu tun haben. Ach ja, mit ihm wollte ich eh noch reden hier. Hallo, Grimm. Have you had time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. So, hier bitte. Weißt du, du bist wirklich ein bisschen hartnäckig, was das angeht. Sorry, I just get so excited and I always feel like I miss everything that happens in town while I'm up here. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Okay. I'd show you around, but I gotta keep watch. Just in case someone else comes along. So, ja gut, mein Schiff steht nicht da oben. Darum habe ich ihn noch nicht getroffen, weil, ja, ich habe ein bisschen abseits geparkt. Ruf bei MSI erhöht. So. Wir sind den langen Weg außenrum gekommen. Die haben nichts mehr. So. What are the chances of all the times and places we could have been born? My dad taught me some French, you know. So. Going about our lives. I could take a look at that journal. Cloth peels. By all means, I would be astounded, yet astronomically in your debt. I thought yeah, there's nothing at all about eggs and cheese in here. Sorry. So. Very helpful. Thank you. Caleb Herrick. New face, huh? You from Offworld? Hmm. Yep, from Unreliable. A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? By the smell, he's been reveling enough for you both already. So, was feiert ihr? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Okay. Was könnte so schlimm sein, dass ihr dafür die Arbeit liegen lasst? Bringt euch das nicht in Schwierigkeiten? Viel Glück damit. Okay. Was ist denn so schlimm? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas, but that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Ja, stimmt. So, wir müssen über Velma sprechen. Sure thing. What did you want to discuss? So, Sanja wird Velma feuern, wenn ihr nicht zurückkehrt. Hast du einen Vorschlag, wie ich Velma Druck setzen kann? So, Velma droht damit, euch durch Dienstleister von Supply zu ersetzen. Nope. I'm calling her bluff. If she wants to threaten us, we'll see how she likes it when Sanjar finds out she gave Sublight even more dominion in Stellar Bay. So. If I knew that, I'd have tried it. Talking reasonably got me nowhere. Maybe you'll fare better. The others wanted to blackmail her, but we're above that. Besides, them are just rumors. We got no proof they're true. Okay. Was hast du da von Erpressung gesagt? I would never endorse such an untoward tactic, you know, but, well, there's rumors that Velma's taking a cut off the profits. So far, it's just gossip, you know, but if there was any proof to be had, it'd be in the Saltuna warehouse, I reckon. So. Nee, mit der... Oh. Mit der will ich gar nicht reden, weil ich will erstmal die Nebenquests alle fertig machen. Herricks Streik. So.
Tagebuch. Caleb lebt von einem Notfallvorrat. Caleb glaubt, dass Velma insgeheim Bits von den Konten des Lagers abgezweigt hat. Falls du Beweise finden kannst, kannst du als Druckmittel für seine Vertragsverhandlungen mit Velma einsetzen. Velma! So, schauen wir doch mal, was uns da Tolles erwartet. Ich bin gespannt. Bewohnerin, Bewohner. Okay, da oben ist eine Kiste. Wie komme ich da hin? Verkaufsautomat entdeckt. So, Energiemunition, wer die hier rumliegen lässt, ist selber schuld. So. So. Das ist ja süß. Ich habe nicht mal ein Hackdingens gebraucht, weil es so schlampig gesichert war, dass man einfach reingekommen ist. Das ist ja auch nett. So. Kühlmitteltank nehme ich natürlich auch gerne mit. Verkaufsautomat, da ist er. Hallo, lass mich durch. So. So. Bewohner, Bewohner. Bewohner Monarchs. Koch Raymond. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Was? So, ich wollte dich nicht erschrecken. Was ist los mit dieser Stadt voll Angsthasen? Warum würdest du das auch noch zugeben? Reiß dich zusammen, Mann! Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Okay. Inwiefern? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rat spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Okay, warum bist du denn ursprünglich geblieben? Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. It all sounds wonderful. Until you realize it's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. Ja, das macht Sinn. Du musst ein Hit auf Party sein. Es sollten schon mehr als nur ein paar Zentimeter sein. I could do with a few kilometers of cold vacuum, but that spaceship is flown. Ha. Hast du dir dann gedacht, Stellar Bay zu verlassen? Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis, yours notwithstanding. And even if I did scrape together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goo, what then? So, sag du es mir doch. Du hast erstochen vergessen, das ist ebenfalls sehr gut möglich. Well, thank you for reminding me. As if I weren't already destined for an early grave. Okay. Lucky you. Und tschüss. So, die Mütze. Was, so eine Mütze will ich auch. Die Mütze ist cool, ja. Das stimmt. Everett Jill. Hallo. Good day to you. Good day to you. Okay. Der sagt irgendwie nichts. Kommt vielleicht später nochmal. So, kann ich zufälligerweise... das geht. Geil. Ich habe keine Lust, hochzulaufen jetzt. Drum lade ich lieber. Es geht schneller. Warte mal, habe ich richtig gespeichert? Ja, und ich habe mit ihm geredet. I see you stuck around. Okay.
Lucky you. Ich weiß. So. Okay. So. Klack. I hate my life sometimes, but not this time, because I have hacking skills. I can hack everything. Hey, that's a great regulation. Herrix erspart es. Ach so, ich würde hier Herrix Sachen klauen. Ja, nee, das machen wir nicht. So, also die Sachen vom Harry klaue ich nicht. Ah, das macht man nicht. So. You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Okay, ich dachte, er erzählt mir vielleicht nochmal was wegen Dingens. Okay, der sitzt da oben in der Bar. Jetzt mal blöde Frage. Wo ist die... die Fabrik ist hier. I hear those rich people in Byzantium pay a handsome bit for Rat Musk. So, hier war ich eigentlich schon überall, ne? Was passiert, wenn ich sie drauf anspreche einfach? Hallo. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. So. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Caleb meinte, er braucht eine Gehaltserhöhung, um sich sein Leben hier weiterhin leisten zu können. Die verrichten noch harte Arbeit, oder? Haben sie dafür nicht eine entsprechende Entlohnung verdient? Tell him to complain to Catherine in Fallbrook. Not me. Sublight's demanding more money for the same contracts, which means we're all in the same boat. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire Sublight contractors at this rate. Lügen. Ich weiß, dass du einen kleinen Prozentsatz für dich abschöpfst. Was würde Sandia wohl sagen, wenn ich ihm davon erzähle? Du hast schon Braxton verloren. Kannst du es dir leisten, auch noch Calebs gesamte Mannschaft zu verlieren? I don't even want to think about that. Or how far behind Braxton's loss alone is going to put us. Fine. Tell Caleb he and his team can have their raise. But I need them back here immediately. Something else on your mind? Na, geht doch. So, sehr gut. Und ich musste nicht mal erpressen. Wollte spannende Frage. Ich will nur was wissen. So. So. Same thing as me. Where's your proof? Because I know no one's been poking around my terminal lately. Are you absolutely sure of that, Ms. Ballard? Just as a hypothetical. Nothing to see on my terminal, of course. Because I've done nothing wrong. Okay. I don't even want to think about that. Or how far behind Braxton's loss alone is going to put up. So. Na gut, ich erpresse sie mal nicht. Also sie macht offensichtlich irgendwas, sonst hätte sie nicht so reagiert. Ich glaube, macht das mal ohne Erpressung. Das ist irgendwie... Ich war nur neugierig gerade, was passiert. So. Na komm. Dankeschön. So. Freunde der Nacht, es gibt eine Gehaltserhöhung, es gibt eine was zu feiern. Ich will gar nicht daran denken. Ja, es war sehr ekelhaft. Von Kannibalen gefressen zu werden, was für ein grässlicher Tod. Da kann ich mir auch einen schöneren Tod vorstellen. So, hi. Why don't you grab a chair? Sit a spell and revel with us. So. Sure thing. What did you want to discuss? Dann quatschen wir immer. Sie erhöht eure Gehälter. How'd you manage that? Wait, never mind. If I question it, it'll turn out not to be true.
Besides, I never follow how you got Velma to part ways with a bit card of her own accord. Here, take this as compensation. It ain't a lot, but I hope it shows how much we appreciate all you've done. Now me and my friends here better get back to work before Velma blows a fuse. Ha. Und tschüss. So. Gibt's hier eine Tür? Ja, es gibt hier eine Tür. So, gib mal alle raus hier. Nein, zu. Danke. Ich muss den Mac Dietrich stehlen. Mann, ich kann nicht mehr reden. So, also haben wir das. So, nee, sie will ich noch nicht. Kleine Andenken. Ach ja, das will ich noch machen. Region, wo muss ich hin? Ganz da runter. Da brauche ich ja ewig und drei Tage. Ich war hier unten noch gar nicht in dem Gebiet, glaube ich, ne? Ich war hier hinten. Hier hinten war ich, glaube ich, überall schon. Hier war ich teilweise, aber hier unten war ich auch noch gar nicht. Müssen wir das wohl machen? Ich glaube, ich mache bloß noch das heute und dann mache ich Schluss. Es ist 10 Uhr gerade. Na, weil so weit ist es gar nicht. Und wir haben echt ganz schön viel Energiemunition gerade wieder. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich so viel Energiemunition geklaut oder habe ich einfach so viel gekauft? Naja, was soll's. Wir haben Energiemunition. Da darf ich bloß nicht aufhören, jetzt Energiemunition die ganze Zeit zu kaufen. As your engineer, I advise you not to set foot on that. Especially the bendy parts. Weston Sloan. Okay, das ist ein Plünderer. Sehr schön. Also gut, wie komme ich da jetzt rüber? Ob das gut geht? Okay, man fällt einfach durch den Boden dann. Das ist sehr gut. Ja, also dann ist das nichts mit der Brücke. Warum auch eine Brücke, wenn man halt über die Felsen laufen kann? Also ich meine ganz ehrlich, ne? Oh nein. Schwäche gegen Korrosion. Ablehnen. Wer vermint denn dieses ganze Gebiet hier? So. Immer diese ganzen Leute, die mir die ganzen Gegner verminen, ist ja furchtbar. So, wie komme ich da dann jetzt rüber? Ich müsste theoretisch hoffentlich hier irgendwo hochkommen, dann von der Seite. Ich dachte jetzt für eine kurze Zeit, dass die Pflanzen einfach anfangen aufzuwachen und mich fressen. Okay. Ich stelle die 1-Million-Euro-Frage. Wie komme ich darüber? Was ist das hier? Übergang zum Schmugglertunnel. Keep your guard up. Whoever got to them may still be nearby. Yes. Das hoffe ich doch sehr. Beschädigte Robotereinheiten. Lade. Eine Blutspur führt von dem Roboterlader weg. Inferno-Sense, seltsam gekleidete Plünderin. Okay.
Interesting. So, wo ist denn der Lader? Ich sehe lustigerweise keine Blutspur. Aber ich vermute, dass es mal diesen Schmugglertunnel da hinten reingeht. Das muss ich mir gleich merken. Ich will bloß die Plünderer da hinten ausschalten. Ich mag Plünderer einfach nicht. Ciao. So, haben wir das. Ich mag die Waffe hier mittlerweile. Das ist voll cool, die macht voll viel Schaden. Und feuert unfassbar schnell. Das kommt noch dazu. So, was ist das hier denn? Eine riesige Feder. Oder Blätter, je nachdem. Bin mir nicht sicher. Achso, das ist ein Aschehäufchen. Das ist das einzig Nervige an dieser Waffe, dass sie die Gegner pulverisiert. Das heißt, man weiß nicht mehr. Also muss ich ganz genau merken, wo die Leichen liegen, weil man sie einfach vaporisiert. Das ist echt ein nerviger Nachteil. Auf der anderen Seite lässt keine Spuren, außer ein Haufen Asche. Ach, hier komme ich dann vielleicht hoch, weiß ich nicht. So. Aber erstmal auf zum Schmugglertunnel. Und wieder kommen wir vom 100. ins 1000. Oh, was haben wir denn noch? Ein Kistchen. Das nehme ich gerne mit. So, knack. Und dann auf in den Schmugglertunnel. Klack. So. Okay, wir haben... Kann ich die deaktivieren? Ah. Ich habe einen Gegner getötet, was auch immer dafür. Oh. So. Boah, jetzt reicht's. Ich nehme die Knarre, die deutlich besser ist. Das macht so viel mehr Spaß. So. Da idealerweise nicht durchrennen. So, geht. Autsch. Hat zum Glück nicht mich getroffen. Sehr gut. So, was haben wir hier alles Schönes? Bitmodul, bla bla bla. Einmal kurz speichern. So. Ist ja furchtbar, wie alles vermint ist. Das macht relativ wenig Spaß. Oh oh. Entschuldigung. So. Was macht
Stay back. I may be wounded, but I'm still armed. How'd you get past my traps anyway? Ich hab halt Skills, das ist doch egal. Was machst du in dieser Höhle? Das sollen deine Fallen sein? Da habe ich gefährlichere Bananenschalen gesehen. Ja, ich hab Skills. Just remember, I still got bullets, in case you get any funny ideas. What are you doing out here anyway? Lass mich mal deine Wunde ansehen. That feels a mite better. Wish I had something to give you, but I gnawed through my last Spratwurst an hour ago. So. Sublight, Salvage and Shipping erhöht. Was sollen all die Fallen? A cave like this makes a handy place to store goods or hide out for a spell. And the traps usually keep gawkers out. Ja. So, ich will wissen, was hier passiert ist. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Or were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. So, du glaubst, der Kunde ist tot. Das hat ja prächtig funktioniert. Jetzt kommt zum Punkt, an dem du in eine Höhle... Was? Jetzt kommt zu dem Punkt, in dem du in eine Höhle kriechst. Okay, Kunde ist tot. The Marauders knew we were coming. Rigged the bridge with explosives and everything. If they found us, my guess is they found the client too. So, wo sind die Plünderer hin? Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right when you get out of here. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook, just as soon as I've caught my breath. Der Kunde braucht sie eh nicht mehr, das ganze Zeug. Automatisches Oxycamber. So. Interesting, interesting, interesting. Voll lustigerweise ist... Ups. Es juckt ihn lustigerweise gar nicht. Dass wir alles leer plündern. Yeah, don't wait on me. I'll head back to Fallbrook in a spell. Na, ist kein Problem. Hat ihn nicht vorzuwarten. Nein, ich wollte nicht schlafen. Ich habe zu spät gesehen, dass da ein Bett ist. So, okay. So, das haben wir alles ein. Klack, klack. Klack. Klack, klack. Also die haben hier ganz schön gelagert alles. Also das ist... Respekt. So, jetzt pass auf. Inventar, klack. So, es ist ein bisschen nervig, aber es geht. Mist. Okay, ein bisschen was fehlt noch. Warte, möchte ich noch einen Helm der Hecken bietet? Inspiration, überzeugen. Inspiration, schleichen. Nahkampfschaden. Nee, ich habe leider keinen Heckenhut. Überzeugen. Na gut, habe ich nicht. Okay. So, oh, ich bin übrigens wieder überladen. Was für eine Überraschung. So, ich habe da so ein komisches Schwert gefunden. Oder nicht? Ach nee, das war eine Inferno-Dingens. Das war eine Inferno-Sense. Okay. Nix für ungut. So. Ja, okay. Geht's da zufällig noch hoch? Ich bin mal neugierig. Nee. Ach ja. Also zum Glück, ne, kann ich so richtig schnell rennen gerade. Das wäre furchtbar, wenn ich nicht schnell genug laufen könnte. Es ist echt furchtbar in diesem Spiel. Und seine Fallen sind auch ein bisschen ein Witz. Das habe ich alles relativ
naja, einfach alles umgehen können. So. Schauen wir mal. So. Bildmodul, leichte Munition. Pass auf, hör mal folgendes. Wir gehen mal zurück zu Unreliable. Schnellreise, gesprengte Brücke. Das ist ja praktisch. Dann kann ich da schnell hingehen. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Ach so, ja, ist kein Problem. Ich habe hier keinen Laden auf dem Schiff, ne? So, zerlegen. Weg, 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 weg. So, weg, weg, weg. Weg. Stufe 16. Weg, weg, weg.